Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5 in der neuesten DLC-Mission Eroberer. Ja, ein bisschen was erobert haben wir schon in der letzten Folge. Wir haben uns nämlich diesen Teil da unten angesehen, nur gab es dort halt nichts Hochinteressantes. Ein paar Felder, ein paar zerstörte Häuser und ein paar kaputte Panzer, einer davon, der hier mitten im See rumsteht, weil irgendjemand im Rückwärtsgang dort einfach reingefahren ist. Ja, aber jetzt geht's mal wirklich zur Sache, denn da oben haben wir unsere erste Mission und zwar den Panzer, der im Dorf patrouilliert. Zerstören der Tigerpanzer. Ein Tiger-2-Panzer hindert die Alliierten daran, ins Dorf vorzustoßen. Zerstöre ihn, um weitere Verluste bei den Alliierten zu vermeiden. Und das Ganze sorgt natürlich für Aufsehen, das ist ganz klar. Ich weiß gar nicht, Entschuldigung, ob den Panzer tatsächlich jetzt schon zerstören sollten oder ob wir uns vielleicht erstmal um das Schloss da oben kümmern sollten. Und dort mal quasi alles erledigen und dann den Panzer zerstören. Denn den Panzer kann man nur zerstören, wenn man laut sind. Und das Problem ist, wenn wir laut sind, hören das natürlich die Leute im Schloss. Wir könnten das nämlich jetzt so angehen, dass wir sagen, wir holen uns zumindest mal die Leute, die hier im Dorf rumspazieren, dass zum Schluss eben nur noch der Panzer übrig bleibt. Und dann kümmern wir uns um das Schloss und dann holen wir uns den Panzer. Dann haben wir nämlich beide Missionen gleich mal erledigt. Aber um dort mal anzufangen, müssen wir erstmal hinkommen. Und das kann noch dauern. Sind wir jetzt eigentlich hier schon in diesem Gebäude, wo sich die Ding befinden soll? Die Werkbank? Ah, da ist sie ja. Tatsächlich. Guck mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da Trappen haben wir ja auch rumstehen, die wir noch nie verwendet haben. Aber okay. Was gibt's hier? Eine Sprengladung. Nehme ich gerne mit. Und die Werkbank. Werkbank 1 von 3. Natürlich auch hier in dieser Mission. Sturmgehäuse. Finde die Werkbank in Dorf in Mission 12. Und wir haben gleich mal die erste von 13 Sammelobjekten hier in dieser Mission erledigen können. Und es gibt anscheinend gleich was Neues für unsere Erma 36. Da gucken wir gleich mal, was denn das... Und für die drinnen gibt's was Neues. Was denn das ist? Und zwar eine Mündung. Cuts Choke oder Cuts Fall Choke? Der kleine modifizierte Choke verbessert die Genauigkeit um 30. Und der Cuts Fall Choke, der große Fall Choke, eignet sich perfekt für präzise Schüsse auf große Distanz und bietet eine hohe Genauigkeit, verringert ja doch die Durchschlagskraft. Schaden minus 4. Na gut, das ist jetzt nicht immens viel. Und die Zielzeit um 12 Millisekunden erhöht, ist jetzt auch okay. Können wir ruhig nehmen. So, wie sieht's hier aus? Patronenbefestigung? Eher nicht. Verringert aufgrund der am Schaft befestigten Munition die Zeit beim Nachladen und erneuten Verwenden von Munition. Nachladezeit würde sich erhöhen um fast 1,5 Sekunden. Aber Zielstabilität, Rückstoß, Schussbildgenauigkeit würde alles darunter leiden. Lieber nicht. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. So, aber wir bleiben trotzdem mal bei unserer Irma. Und haben immerhin was Neues dabei für unsere Drilling. So. Na, gucken wir mal. Ach, da draußen waren wir ja gerade, da müssen wir nicht mehr hin. Den einzigen Vorteil, den wir haben, der Panzer kommt hier nicht rauf, weil er da nicht fahren kann. Da ist alles verbarrikadiert, da kommt der Panzer definitiv nicht durch, der kann also bis hierher kommen und nicht weiter. Rumballern kann er natürlich, das ist ein Problem. Na, gucken wir mal. Wir haben zumindest ein paar Vorteile. Einer davon, das hohe Gras hier überall. Warte, da drüben läuft ein Soldat rum. Na toll. Dass wir uns den gleich mal markieren. Wer ist denn das überhaupt? Edgar Winkler kann es kaum erwarten, nach Stuttgart zurückzukehren. Hier möchte jeder in die Heimat zurück. Nur wird wahrscheinlich kaum jemand dorthin zurückkommen können. Und einen Offizier haben wir ja auch. Hans Hubert ist zur Armee gegangen, weil er an den Führer glaubt. Das ist mal wieder das genaue Gegenteil von den anderen. Da unten läuft auch noch einer rum. Wer bist du? Rainer Erhard ist zur Armee gegangen, um bei der Verteidigung Deutschlands zu helfen. Und irgendeiner ist da unten immer noch, den wir noch nicht entdeckt haben. Mal gucken, wo sich der rumtreibt. Aber auch da oben gibt es noch den einen oder anderen. So, wir können uns ja mal den hier anpfeifen. Oder auch nicht. Aber jetzt. Einer nach dem anderen wird dran glauben. Der Tod wartet auf dich, mein Lieber. Naja, nicht ganz. Der Bewusstlose, ihr. So, hallo. Da sitzt ein Mann mit einer Mütze im Gebüsch. Warum haben wir denn jetzt eigentlich schon wieder nicht die Unterschallmunition dabei? Warum haben wir denn nur normale Munition drin? Huch.
Ist das bei den anderen Waffen jetzt auch so? Tatsächlich. Wegen der Werkbank wahrscheinlich hat sich das alles zurückgesetzt, nehme ich an. Aber ich möchte natürlich gerne mal meine leise Munition dabei haben. So, wer sind die zwei, die sich da oben rumtreiben? Das würde mich schon interessieren. Da können wir noch gar nicht hin, wenn uns der da sehen würde. Und hier gibt es sonst keinen Weg nach oben. Der Panzer kommt auch gerade wieder. Na gut, dann kümmern wir uns vielleicht eher mal um die dort. Wo sind die beiden? Da ist nur ein Alarm. Aber ich sehe keinen von denen. Da hinten hängt irgendeine Frucht am Baum. Und das ist der Tigerpanzer, den wir zerstören sollen. Patrouilliert anscheinend immer von hier auf die andere Seite des Dorfs. Wie sieht's denn da hinten aus? Ist da jemand drin? Natürlich hockt da jemand drin. Michael Rieger hat Albträume darüber, dass er Zivilisten hinrichten muss. So, und ich würde jetzt mal annehmen, wenn wir den da anpfeifen, der ist viel zu weit weg, um uns dort zu hören, natürlich. Aber wir könnten es ja mal von da unten versuchen, das wäre dann eine andere Idee. Vielleicht springt da ja jemand drauf an. Wobei der trotzdem noch ziemlich weit weg ist. Nee. So, aber wir können uns zumindest mal den Wagen dort markieren. Wo ist die letzte Person da unten? Ich vermute mal, sie wird in diesem Gebäude drin sein. Ich speichere mal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich stehe mal hier genau in der Zwickmühle. Versuchen wir es schnell, schnell nach unten. Hallo, ist da wer? So, der ist weg. Wo ist der da drin? Das gibt's ja gar nicht. Ich lasse den jetzt einfach mal da liegen. Ich räume den gar nicht weg. Oh. Der ist hier. Da. Philipp Neul hat furchtbare Angst davor, dass jemand in den Behörden meldet. Na, die Angst können wir ihm nehmen. Wo läuft denn jetzt hin? Was war das? Ich. Hallo? Und jetzt komm her und lass dich umbringen. Oder bewusstlos schlagen. Bleiben wir mal bei den Tatsachen. So. Na, was ist hier, Offizier da draußen? Hast du auch schon Angst? Was haben die da überhaupt für eine Bude gewählt? Wer ist denn die Dame da oben auf dem Gemälde? Keine Ahnung. Ui, da wurde auch irgendjemand erschossen oder hingerichtet. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ganz viel Blut am Boden. Die Fußabdrücke stammen von uns. Aber natürlich mittlerweile ein Kommandoposten der Deutschen. Da sind die Panzer, Propagandaplakate, Schreibmaschinen und so weiter und so fort. So, da gucken wir mal, wie viele Kamine die hier haben. Da ist ja noch jemand. Hallöchen! So, auch den könnte man ja irrsinnig leicht erledigen. Wir haben genau dort, wo der steht, ein brennbares Fass. Und da könnten wir das Auto auch gleich in die Luft jagen. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass das dann wieder Gott und die Welt hört. Und das will ich nicht. So, ich will aber wissen, wer das hier war.
Paul Hohmann ist zur Armee gegangen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Ach ja. Tja, jeder hat so seine Gründe. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir probieren das. Nee, ich habe Angst. Aber wir können ja den mal hier anpfeifen. Das sollte ja funktionieren. Hallo? 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 Jetzt geht's los. Hallo? So, der sieht bestimmt gleich die Leiche, aber macht da nichts, denn er ist auch gleich einer. So. Kann er sich gleich mal dazugesellen? Leiche gefunden. Tja, so schnell kann's gehen. Okay, okay, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt's hier im oberen Stockwerk? Eine Gemäldesammlung von Landschaftsgemälden und irgendein Porträt von jemandem. Und natürlich auch hier ganz schön viel Blut. Was haben die denn gemacht mit den Leuten, die hier gewohnt haben? Ist ja ein cooler Teppich mit einem Gockel drauf. Guck mal. Hm. Die Betten, alle noch ziemlich unbenutzt. Dabei steht rein gar nichts herum. Wie wenn hier überhaupt niemand wohnen würde. Weiß auch nicht, ob die da oben in den Betten schlafen oder möglicherweise irgendwo anders hinfahren, um zu schlafen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dient das alles natürlich nicht mehr als Rückzugsort für irgendeine Familie, sondern eben mittlerweile als Kommandoposten für die Region hier hinten. So, wie schaut's da draußen aus? Ach, guck mal, da könnte man die Leichen verstecken, wobei das jetzt keinen Sinn mehr hat. Erstens haben wir die XP sowieso nicht mehr brauchen. Wir sind ja schon seit langem am höchsten Rang. Oder am höchsten Rang, den es hier gibt. Im Singleplayer-Modus auf Rang 40, Stufe 40. Und außerdem ist hier in der Umgebung eh keiner mehr, außer der eine. Und den sollte man ja noch erledigen können, ohne dass der jetzt hier alle möglichen informieren kann. Und dann hätten wir zumindest da unten schon mal alles geklärt. So, da kommt er, Achtung. Na gut, der ist noch ein bisschen zu weit weg. Na komm. Komm in meine Arme, mein Lieber. Komm, komm, komm. Er traut sich nicht. Vielleicht durch den Regen, dass er das nicht hört? Immer noch nicht. Na komm, der steht schon direkt vor uns. Aber jetzt. Hallo? So, komm. Ein Schritt vor den anderen. Der Tod kann nicht so lange warten. Der hat doch noch was anderes zu tun. So, gute Nacht und bleib schön ruhig. So, da, dann hätten wir zumindest mal den einen Teil des Dörfchens geklärt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben wartet dann das Schloss auf uns oder das, was noch übrig ist vom Schloss. Was haben wir denn da? Okay, das kennen wir auch schon. Das neue Frankreich, La France Nouvelle. Und auch hier wieder ein paar zerstörte Panzer der Deutschen, die T9. Ob das echte Panzer sind oder möglicherweise nur erfundene fürs Spiel, ich weiß es gar nicht. Wenn ihr da mehr wisst, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Aber ich vermute mal, T9 könnten theoretisch auch echte Panzer gewesen sein, die damals im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Es kann uns hier jetzt gerade niemand irgendwas tun. Wie sieht's denn da aus? Haben wir da jetzt irgendwas eigentlich hier zu finden hier hinten noch? Überhaupt nicht, theoretisch. Wir haben dort oben einen Alarm, den wir deaktivieren können. Wir haben Panzerfäuste und so weiter und so fort. Und einen, Entschuldigung, einen Spawnpunkt. Aber alles eben auf der anderen Seite. Na gut, das heißt, wir müssen hier erstmal wieder nach oben und dort weiter aufräumen. Das hätten wir uns da unten alle sparen können, wobei sparen nicht, denn wir wollen ja sowieso alles erkunden und alle Leute töten, beziehungsweise bewusst durchschlagen, die es hier gibt. Und da müssen wir eben dann auch da nach unten gehen, obwohl wir dort überhaupt nichts finden können. So, der nächste wartet hier. Der hört uns natürlich wieder überhaupt nicht, eh klar. Aber jetzt sind wir zumindest mal auf seiner Seite. Das ist echt schon mal ein Vorteil. Und vielleicht haben wir Glück und der ist ein bisschen beschäftigt da hinten mit den Kisten. Na, wirklich lange ist er nicht beschäftigt. Toll. Wie holen wir uns denn am besten? Wir müssen natürlich immer Vorsicht walten lassen, weil der Panzer ja seine Runden dreht. Und außerdem sind wir da noch nicht ganz alleine. Da gibt es noch ein paar Leute, von denen wissen wir noch gar nichts. Ja, der Panzer kommt da. Glückwunsch. Oh je, wohin denn jetzt?
Oje, oje. Ich speichere mal. Ich vermute mal, in diesem Häuschen wird noch irgendjemand drin sitzen. Gut, versuchen wir es mal so. Dass wir nicht ganz so untätig sind. Das sollte niemand mitbekommen. Der Panzer ist zwar hier, aber der ist auf was anderes fokussiert. Dann bringen wir den mal feinsäuberlich ums Eck. So. Und wer hat's mitbekommen? Niemand. Und da oben haben wir jetzt zumindest mal einen Blick auf die, die sich da rumtreiben. Das ist einerseits er hier und noch irgendjemand. Rudolf Beckermann ist zur Armee gegangen, weil er es musste. Ja, das ist auch mal ein Grund. Und da hinten ist auch noch jemand. Schau mal einer an. Jetzt kommen sie alle rausgekrochen. Das ist Eduard Wahle. Kann es kaum erwarten, nach Dortmund zurückzukehren. Wieder einer, der nach Hause möchte. In die verschiedensten deutschen Städte. Auch da hätten wir theoretisch eine Versteck-mich-Box. Aber auch mit der können wir, glaube ich, nicht viel anfangen. Weil wenn wir da jetzt mit einer Leiche herumspazieren und der Panzer dreht da seine Runden und kommt dann auf uns zugefahren mit seinem Rohr und wir spazieren da gerade im Schneckentempo mit einer Leiche rum, kommt das, glaube ich, nicht so gut rüber. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hä, jetzt können wir die schon wieder durchsuchen, haben wir ja gerade. So, lala, so, lala, so, lala, so, lala, so, lala. Das wird lustig, den Panzer zu erledigen. Ui, ui, das kann ich mir lustig vorstellen. So, mal schauen, ob er da irgendwie nach oben kommt. Die Fenster sind alle zu. Wir könnten aber theoretisch hier rein, so wie es aussieht. Und da mal gucken, ob wir da was anfangen können. Keine benutzbaren Gegenstände. Auch den Erste-Hilfe-Kasten brauchen wir nicht. Und drauf kommen wir sowieso nicht, weil alles versperrt ist mit den Möbeln. Und auch da drin treibt sich niemand mehr rum. Auch hier gibt's nichts zu holen. Na gut. Eine kleine Küche. Da könnten wir telefonieren mit irgendjemandem, der meinen Invasion der Achsenmächte-Modus spielen. Den haben wir aber einmal deaktiviert, weil wir uns ja hier darauf fokussieren, alles mitzunehmen und das Ganze ruhig anzugehen. Und wenn wir dann irgendjemanden haben, der da blöd rumsnipert, dann kommt uns das definitiv alles andere als gelegen. So, ich versuche mal was. Speichern und dann mal gucken. Und er kommt. Wir lehnen am Heuhaufen und das heißt, der sieht uns nicht. Moment mal. Wenn wir hier irgendwie rumstehen würden, hätten wir ein Problem, weil dann wären wir nicht in Deckung. Aber jetzt können wir hier ohne Probleme den zu uns rufen. Er kommt, wir drücken einmal C für eine bewusstlose Ausschaltung. Also eine nicht tödliche Ausschaltung. Bewusstlose Ausschaltung klingt ein bisschen komisch, als wenn wir bewusstlos wären. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann liegt er da. Und da hinten sieht ihn auch niemand. So, den Wagen markieren wir uns. Auch ein T9. Nanü. Heißt hier alles T9? Ist vielleicht doch kein echter Panzer, wenn er alles T9 heißt. Da noch wer? Nee. Aber irgendwo hier ist jemand, vermutlich auf der anderen Seite vom Zaun. Na, gehört habe ich schon was. Da ist er. Na dann komm mal her. Trifft sich ja gut, dass da auch einer rumspaziert. Abbiegen, hier bin ich. Hallo. Hallo. Hallo? Wieso kommt er nicht? Was macht der Mann? Ich bin doch hier, habe ich gesagt. Wo geht der hin? Okay, schnell mal darüber bringen. Ich hoffe, das sieht niemand. Psst. Duck dich. Wer war's denn du überhaupt? Kaspar Thalberg kann es kaum erwarten, nach Düsseldorf zurückzukehren. Ich kann es kaum erwarten, den Panzer hier in die Werkstatt zurückzubringen. Naja, gut. Hoffentlich nicht. Hoffentlich bleibt von dem nicht mehr viel übrig. So, da ist der nächste Lustige. Na, ist vielleicht doch nicht so lustig, wenn der jetzt kommt. Haben wir nicht irgendwo Steine gehabt damals, um die abzulenken?
Nee, waren nur Flaschen, glaube ich, oder? Hallo? Hallo. Versuchen wir es halt mal damit. Was für einen Picobello geputzten Helm der hat. Uiuiuiui. Ich hoffe, der sieht die Leiche nicht, aber der guckt da eh nicht rein. Sehr gut. So. Einer weniger. Jetzt ist die Frage, wohin mit ihm? Was können wir denn dadurch suchen? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, was würde ich denn sagen? Ich würde mal sagen, wir werfen den einen in den Schuppen rein. Da wird niemand nachgucken kommen, hoffentlich. So, huch, Panzerfaust. Ja, das ist schön, aber die lassen wir nochmal liegen, ganz kurz. Können wir jetzt noch nicht so wirklich damit umgehen. Also schon, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Da ist noch zu viel Action in der Umgebung. Man sieht, wir sind direkt am Schloss. Und wenn wir da mit der Panzerfaust rumschießen, dann haben wir allen da oben Bescheid gesagt, dass wir hier sind. Und das möchte ich lieber nicht. Wir hätten den theoretisch auch mit dem Ding da oben killen können, aber das wäre auch laut. So, 5 Schuss fürs Gewehr. Na, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Alles ist gut, nur kein Stress. So. Das Ding würde ich gerne mal markieren. Wir haben es immer markiert. Es hat überhaupt keinen Sinn, aber wir haben es immer markiert. Und reinkommen wir vermutlich in die Bude sowieso nicht. Nee. Jetzt fährt er da schon wieder rum. Das gibt's ja gar nicht. Ist der schon aufgestachelt mittlerweile? Mysteriös. So, wir kommen aber da oben rein. Schau mal einer an. Ich guck mal kurz auf die Karte. Gibt es da irgendwas zu holen? Die Panzerfaust. Und irgendein Alarmding, das wir zerstören könnten. Aber noch nicht die Hauptsirene. Na, wobei da oben... Was gibt's denn hier? Ein Radio? Ein paar Lichter, ein paar Töpfe, ein paar Bilder, ein paar Laken, ein kleiner Esstisch. Die Koffer für die Abreise, hinunter kommen wir nicht mehr, da ist alles verstellt worden, aber da oben können wir zumindest ein bisschen was finden. Und zwar auch panzerbrechende Schuss für unsere MP 25, sehr gut, die nehme ich gerne mit. Und hier würden wir nach unten kommen. Gut, machen wir das mal so. Ganz stylisch aus dem Fenster. Und dann mal speichern zwischendurch. So. Irgendwo hier sind die nächsten, so wie es aussieht. Und es sind auch circa die letzten. Dann haben wir hier noch welche und eben dann die zwei da oben. Auf der anderen Seite. Und dann sollten wir schon alle haben hier in diesem Dörfchen. Na, schauen wir mal. Anton Schweiger kann es kaum erwarten, nach Hamburg zurückzukehren. Wieder ein Rückkehrer. Und irgendwo da oben ist auch noch jemand, aber ich glaube, mit dem können wir jetzt noch nichts anfangen. Der ist noch viel zu weit weg. Der hier wird spannend, wie wir den erledigen wollen. Auch der hat eine Panzerfaust. Na nü. Ach, da oben steht der. Guck mal. Da haben wir ihn ja direkt. Dietrich Klein kann es kaum erwarten, nach Köln zurückzukehren. So, schnell mal rüber. Uah. Psch. Nicht so laut. Das wollte ich nicht. Das war nicht mein Plan. Das war überhaupt nicht mein Plan. Oh, fuck. Na, das hat ja super funktioniert. Okay. Ja. Das hat ja super funktioniert. Schau mal, wir haben da drüben so viel Gras. Da können wir uns ja viel, 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 viel besser verstecken, ohne dass uns das sofort irgendjemand entdeckt. Na toll, jetzt kommt der Blödian wieder. Schnell! So, war was? Ich glaube nicht. Und wir könnten ja theoretisch den Ding da oben, den Typen mal erledigen. Am Geschütz. Dann bleibt nämlich nur noch der Panzerfahrer übrig. Und dann platzieren wir mal eine Bombe. Das wäre zumindest mal eine Idee für später. Aber wie gesagt, das kann noch eine Weile dauern. Denn ich würde ganz gerne zuerst mal das Schloss da oben clearen. Und dann erst den Panzer holen. So, weg mit dir. Ciao, ciao, ciao.
Dass der dieser kleinen Stadt überhaupt so einen fetten Panzer rumfahren hatten, der wird ja viel besser in Falaise reinpassen. In eine größere Stadt. So, holen wir den mal. Und dann fehlen uns wirklich nur noch die beiden da oben. Und der eine, der sich da auf der Straße rumtreibt. Wobei der, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu erledigen sein wird. Und dann sind wir, glaube ich, eh schon wieder am Ortsausgang. Denn da oben beginnen dann schon wieder die anderen Häuser, die wir noch erkunden könnten, theoretisch. Oder uns für später aufbewahren, je nachdem. Sollen wir vielleicht den da oben auch mal erledigen, damit dort Ruhe ist? Können wir theoretisch machen. Der kommt uns sonst eh nur in die Quere. Und nachdem der Mutterseelen allein da oben rumsteht, fällt es auch niemandem auf, wenn er nicht mehr da oben rumsteht. So. Wir können auch den im Geschützturm da oben erledigen, aber das will ich noch gar nicht. Da braucht nur irgendjemand zweiter irgendwie dort einen Weg nach oben planen und plötzlich sieht er eine Leiche. Das ist nicht so gut. Okay, das ist auch nicht so gut, dass der Panzer da gerade kommt. So, nochmal ganz kurz gucken. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben irgendwo den Alarm, den wir deaktivieren können. Keine Ahnung, wo das da sein soll. Angeblich mitten auf der Straße. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da drüben. Das ist er. Na toll, jetzt fällt genau der Panzer da rum. Das ist der Alarm. Den sollen wir deaktivieren. Und dann hätten wir zumindest mal Ruhe in diesem Gebiet hier. So, na gut, machen wir dann. Jetzt geht's erstmal nach oben. Vielleicht können wir ja einfach drauf schießen mit einer Sniperkugel. Sollte dem ja auch schon ganz schön viel Schaden machen, denke ich. So. Und dann kommen wir zu euch beiden Herrschaften da oben. Wäre von der anderen Seite vielleicht ein bisschen besser gewesen, weil wir da doch deutlich mehr Deckungsmöglichkeiten haben. Aber egal, das packen wir schon. Was will der denn jetzt? So, bewusstlos, bewusstlos. Wir haben übrigens gerade die nicht tödliche Munition dabei. Das wollte ich gar nicht. Ich habe gedacht, das ist Unterschallmunition. Aber es geht natürlich auch mit der. Hab mich schon gewundert, warum der bewusstlos ist plötzlich. Wann haben wir denn das gemacht, bitteschön? Haben wir hier nicht tödliche Munition eingesteckt? Interessant. War jetzt nicht mein Plan, aber ist natürlich auch okay. So, das Ding markieren wir uns. Den kennen wir schon, aber den da drüben noch nicht. Wir haben hier keine Leichenbox, so wie es aussieht, aber es ist ja auch keiner in der Umgebung, der uns irgendwie verraten könnte. Und wer war das hier? Adalbert Beitz kann es kaum erwarten, nach Berlin zurückzukehren. Der will also in die Hauptstadt. In die jetzige Hauptstadt. War ja damals nach der Teilung auch nicht so. So. Na gut, aber wir sind ja im Jahre 1944 unterwegs. Da war es natürlich schon Berlin. Was macht er da unten? Ich glaube, der weiß das selber nicht so genau. Kann das sein? Wie der da rumfährt wie ein Irrer. So, und da haben wir unseren zweiten Standort. Wir zünden ein kleines Feuer und haben das Waldgebiet freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben noch nichts zum Lesen mittlerweile gefunden. Sind hier schon eine gute Stunde unterwegs. Aber immerhin schon ein bisschen was freigeschalten für unseren Wehrpass. 13 Sammelobjekte gibt es hier insgesamt. Und 2 oder 3 von denen haben wir schon. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber das heißt ja nichts. So, was gibt's da oben Schönes? Panzer brechen. Na, lieber nicht. Da haben wir die Unterschallmunition dabei, aber von der anderen Waffe habe ich komischerweise nicht tödliche Munition. Also was da in mich gefahren ist, ich weiß es nicht. Ich habe normalerweise immer die Unterschallmunition dabei, aber nicht tödlich ist natürlich auch okay. Wir haben ja mittlerweile sowieso schon die Waffen ausgebildet, die ziemlich leise sind. So, und jetzt ist die Frage, wie holen wir uns den da unten, bitteschön? Wie schaffen wir das?
Wir müssen den irgendwie auf diese Seite locken oder warten, bis der Panzer an irgendeiner Ecke positioniert ist, wo er uns nichts mehr tun kann. Scheiße. Entdeckt hat er uns, aber alles okay. Was ist? So, ach, der hat uns ja auch entdeckt. Guck mal einer an. Oh, scheiße. Na, das war jetzt aber wohl richtig doof, oder? Eine neue Panzerfaust freigeschalten. Sehr gut. So, und jetzt bleibst nur noch du übrig, du blöder Arsch. Aber dich hebe ich mir für später auf, mein Lieber. Du kommst noch in mein Gebiet. Du kommst doch in mein Gebiet. Keine Angst. Wir haben hier sonst... Na gut, den Alarm können wir noch deaktivieren. Das machen wir vielleicht auch gleich mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich schieße jetzt aber einfach mal drauf. So, dann ist der Alarm nämlich deaktiviert und dann können wir das schon mal streichen von unserer Liste. Einmal das hier weg, einmal das hier weg, einmal das hier weg, einmal das da oben weg. Und dann haben wir hier noch die Panzerfäuste markiert und eben den Panzer, den wir aber noch viel später brauchen. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir machen vielleicht doch nochmal da hinten ganz kurz weiter, denn ich sehe gerade, dort gibt es eine... Was ist hier? Destroy the vehicles currently under repair. Drei Fahrzeuge sollen wir zerstören, die gerade eben noch repariert werden. Eins davon hätten wir da oben. Auch da vorne wäre dann ein steinerner Adler, aber da will ich gar nicht hin. Ich würde nur gerne hier hin, denn ich sehe gerade, es gibt hier drüben eine Leiter, um raufzukommen, Richtung Schloss. Und das brauchen wir. Wir könnten auch da hinten raufkommen, aber dann hätten wir zumindest gleich mal das hier erledigt. Und dann können wir auch die Leiche verstecken von da hinten. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann holen wir uns doch mal diese vier Häuser oder diese drei Häuser. Den Rest sparen wir uns für später auf. Oder das, da können wir es vielleicht nochmal mitnehmen, aber dann sparen wir uns die Kreuzung für später auf. Und gehen da dann nach drüben und können dann hier über die Leiter nach oben Richtung Burg, Richtung Schloss. Und dort oben dann alles abmetzeln. Und dann holen wir uns den Panzer. Da machen wir quasi zwei Missionen. Einerseits die hier in den Turm eindringen und die da unten mit dem Panzer in einem. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das machen wir so. Yo, 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 yo. So. Erstmal durchsuchen den Typen hier. Jetzt kommt der schon wieder hier lang. Der hat ja überhaupt kein Problem mehr, da rumzufahren jetzt. Ich hoffe, dem geht der Treibstoff bald aus. Und nochmal durchsuchen. Was bringt das? Wir haben ja schon beim ersten Mal nichts gefunden. Und nochmal durchsuchen. Na klar. Ich speichere mal. Guck doch woanders hin, du Ollack. Wah. Guck mal, dreht sich wie ein Irrer im Kreis. So, ich wollte gerade versuchen, hier rüber zu laufen, aber das bringt wohl eher nicht so viel. Der ist viel zu überdimensioniert für dieses kleine Gebiet hier. So, ich glaube, wir haben es dann. Schnell nach oben. Und schnell weg. Lalalalalalalala. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr leise sein, denn den haben wir uns ja schon mal geholt. Der liegt ja hier schon fröhlich herum. Erstmal durchsuchen. Das wollte ich nicht machen. So, hat nichts dabei. Wir haben eh alles. Sehr gut. Aber wie cool das aussieht mit den nassen Baumstämmen da hinten. Cool. Und dich holen wir uns in der nächsten Folge in den Turm eindringen. So, jetzt machen wir aber erstmal... Oh, oh Gott, da sind ja aber doch noch ein paar Leute. Eieieiei. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir erstmal da oben einen kleinen Rundgang, aber das kann vielleicht doch noch ein bisschen dauern. Da steht ja doch der ein oder andere. Wer ist denn das hier beispielsweise? Das ist Niklas Assinger. Denkt immer wieder gerne an die Hinrichtung von Zivilisten zurück. Ach ja. Und da hinten haben wir Johann Rieger. Weiß das alles, was er getan hat, zum Besten seines Landes ist? Ja, seines Landes. Lustigerweise befindet er sich gerade aber nicht in seinem Land. So, neues Ziel. Zerstöre die drei Fahrzeuge. Okay. Machen wir.
So, da unten ist auch einer. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt irgendwann mal wieder runter. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir da langlaufen. Da hätten wir gleich einen. Sollen wir es vielleicht gleich mal holen, wenn der da schon rumhängt? Nico Jung macht sich wegen einiger Dinge Sorgen, die er von der Ostfront gehört hat. Huch! Naja, bevor der den dann entdeckt, lassen wir den mal lieber. Das ist Adolf Meyer, ist stolz auf seine Treffsicherheit, möchte Scharfschütze werden. Bewusstlos. Oh, der hat das mitbekommen. Der hat das mitbekommen und der da hinten auch. 16:07 haben wir schnell gespeichert. Ich glaube, da sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückladen. Oh Gott, das war da unten noch. Na, Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Oi. Na gut, Freunde. Ich würde mal sagen, ich gehe offscreen dann nach oben nochmal zurück und entdecke erstmal ganz kurz die Leute wieder. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und rüsten uns erstmal da oben ein bisschen für die nächsten Kämpfe. 3 Fahrzeuge sollen wir zerstören. Und dann geht's auf die andere Straßenseite Richtung Burg, Richtung Schloss. Und dort dringen wir in den Turm ein, holen uns das gesamte Schloss und dann auch da unten den Panzer. Und dann haben wir diesen gesamten Teil schon mal abgefrühstückt. Also wir sind ganz gut dabei. Dauert natürlich alles, aber wir sind auf einem guten Weg. Das auf jeden Fall. Danke dir fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Sniper Elite 5 in der DLC-Mission Eroberer. Bis dahin. Tschüss.